Hallo und herzlich willkommen im Train Simulator 2019 mit der Fahrt von Uelzen Hauptbahnhof nach Hannover Hauptbahnhof im Metronom. Ja, heute Abend werden Sie beauftragt, einen Reisezug von Uelzen Bahnhof in Richtung Süden zum Hannover Hauptbahnhof zu fahren. Sie werden Passagiere bei den Zwischenstationen in Suderburg, Unterlößt, Eschede, Celle, Isernhagen und Langenhagen Mitte abholen. Es ist ein warmer Sommerabend und demnach müssen Sie sich an Ihren Zeitplan halten, um rechtzeitig an Ihrem Zielort anzukommen und um die Bahnreise der Passagiere nicht zu unterbrechen. Ihr Zug muss um 19:09 Uhr abfahren. Stellen Sie sicher, dass alle Fahrgäste vor der Abfahrt eingestiegen sind. Ja, das machen wir doch. Öffnen gleich mal die Türen. Ich habe mir also die German Collection gekauft. Da war dieser Metronom mit drin. Dann dachte ich mir, fahren wir doch gleich mal im Metronom Richtung Süden nach Hannover Hauptbahnhof. Hier vorne mit der BR146, die Trax. Eine sehr, sehr geile Lok. Hat ja jetzt auch erst der Kaleut in Transport Fever gemoddet. Schöner Zug, muss ich sagen. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, da kann ich noch ein bisschen erzählen. Wir haben ja, können wir den Fahrtrichtungswender schon nach vorne stellen. Hier so ein bisschen die Transparenz vielleicht nochmal. Nee, voll wollen wir nicht. Minimal, genau. Die Transparenz ein bisschen runter. So. Da war unter anderem auch die Strecke München-Augsburg und Köln-Düsseldorf enthalten. Wie gesagt, der Metronom war dabei, die Ludmilla, die BR232 und noch der ICE3. Das Ganze hat 30 Euro gekostet und ja, sind jetzt nicht die spektakulärsten Strecken, die dabei waren, aber die Ludmilla war dabei und der Metronom. Und dafür hat sich das doch gelohnt. Ja, wir schauen mal. Wir müssen nach Suderburg, 11 Kilometer, nach Unterlüß in 23. 34,5 ist Eschede. Eschede kennt ja jeder eigentlich. Schwerste Zugunglück der Deutschen Bahn. Nach Celle, Isernhagen, Langenhagen und Hannover ist tatsächlich 93,5 Kilometer entfernt. Das ist ein etwas längeres Szenario. Ist ausgerichtet auf 60 Minuten. Ich werde das wahrscheinlich in zwei Teile aufsplitten. Mal schauen, bis wohin wir heute fahren. Vielleicht bis nach Eschede oder nach Celle. Celle ist circa die Hälfte. Mal schauen. Da kommt ein ICE rein. Wir können die Zeit nochmal nutzen und hier so ein bisschen den Bahnhof mal begutachten. Der schon schick aus. Steht auch noch ein Kollege. Können auch noch mal hinten rein wechseln. Typische Metronom-Design hier, die Polster. Sehr schick. Ja, der Kollege kommt und wir fahren ab. Die Bremsen schon mal lösen. Und wir haben Ausfahrt mit 60 km/h. Auf geht's. Ja, da es ein Standardszenario, also kein Karriereszenario ist, haben wir jetzt auch keinen Fahrplan, an dem wir uns richten müssen. Müssen also nirgends pünktlich ankommen. Ich habe noch mal geschaut mit
Szenarios runterladen. Ich habe da so ein paar gefunden, aber irgendwie richtig funktionieren tut das nicht. Die Schaltfläche Fahren, wenn ich auf Fahren drücken will, die ist ausgegraut, obwohl ich eigentlich alle Mods, die ich benötige, installiert habe. Das ist so ein bisschen schade. Aber mei, irgendwie kriege ich das nicht hin. Vielleicht habt ihr ja eine Seite oder so. Ich gucke da immer im Workshop, wo man sich ein paar coole Szenarios runterladen kann. Also kann ich ja mal sagen, was ich habe. An Strecken hatte ich ja schon mal gesagt: München-Augsburg, München-Garmisch-Partenkirchen, München-Rosenheim, Hannover nach Hamburg. Dann habe ich Köln-Düsseldorf, habe Hagen-Siegen. Die Semmeringbahn, habe ich was vergessen? Lübeck nach Hamburg habe ich auch. Ja, das waren so die Strecken, die ich habe. Metronom habe ich, ICE3 habe ich. Ja, vielleicht habt ihr ja eine Seite mit so Ansagen und so. Das wäre schon cool. So, gehen wir mal hoch auf 160. Lichtstamme auch. Was haben wir hier oben? Ein Radio. Ich fahre die Strecke, auch wenn sie schon älter ist, sehr, sehr gerne hier. Was ich mir auf jeden Fall holen will, ist die Strecke Münster-Bremen. Die sagt mir sehr zu. Sehr viel Vegetation hier an der Seite. Nicht nur englischer Rasen. Sieht schon sehr nett aus, die Strecke. Die Lok schafft anscheinend 160. Ist aber auch nicht so tragisch. Ja. Nochmal vom Gas. So. Auch wenn es hier keinen Punktabzug gibt, aber trotzdem wollen wir uns ja an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Metronom bin ich auch schon selber gefahren. Damals nach Hannover, also von Kassel nach Hannover in den Zoo. Und da ging es dann mit dem Metronom von Göttingen nach Hannover. So, davor müssen wir dann auf 60 runter in knapp 3 Kilometern. Gucken, was uns alles so entgegenkommt. Wir können ja uns schon mal runter treiben lassen, indem wir das Gas wegnehmen. Dreiundzwanzigster 1. 2013. Ein wenig länger her. So, bremsen wir mal. Dann kommt uns der Kollege entgegen. Die Deckkraft hier noch mal erhöhen, das ist mir ein bisschen zu wenig. Ein wenig zu früh gebremst, aber wir müssen ja eh gleich anhalten in 1 Kilometer. Von daher alles gut.
Ups. Ja, seltsamerweise ist hier auf der Strecke Hannover nach Hamburg, und natürlich sind wir gerade umgekehrt unterwegs, das Problem mit diesem Nachladeruck klang gar nicht so dramatisch. Alles ein bisschen komisch. Also TrainSim World hatte ich mir jetzt auch mal angeguckt. Ist natürlich schon Knorke, was die Grafik angeht. Also das sieht schon wirklich ultra, ultra fett aus. Also, das ist schon eine andere Hausnummer als hier der Train Simulator. Aber die Strecken, Auswahl ist jetzt ziemlich begrenzt. So, jetzt haben wir mal die Passagiere rein. Können wir mal durchlaufen. Mal oben lang. Einmal hier runter. Wo ist die Tür? Okay. Das ist natürlich alles andere als super. Joa, da geht es dann auch schon weiter. Auf nach Unterlüss. Immer noch 60. Ich denke mal, bis wir wieder auf der Hauptstrecke drauf sind. Na, alles auf gelb. Ja, Trains in World ist halt schon. Ist jetzt die Strecke rausgekommen. Oh. Gibt ja Hagen-Siegen, glaube ich, oder Hagen-Finntrop ist es bei Trains in World. Und jetzt ist rausgekommen, ach, schlag mich tot. Ich habe es jetzt wirklich vergessen. Dann gibt es ja noch Leipzig S-Bahn, glaube ich. So, kann man wieder hoch. Leipzig S-Bahn war, glaube ich, das erste. Dann gibt es noch ein paar ausländische Strecken aus dem Ausland. Und jetzt ist was Neues rausgekommen. Ich habe aber glatt vergessen, welche Strecke das war. Hab mir vorhin noch ein YouTube-Video angeguckt und jetzt ist es mir doch tatsächlich entfallen. Ja. Auf jeden Fall grafikmäßig natürlich, boah, schon eine Hausnummer. Da kann der Train Simulator nicht gerade mithalten. Aber ja. Was Rollmaterial und Streckenauswahl angeht, ist es halt ein paar Jahre zurück, so kann man das sagen. Ja. Sowas verstehe ich übrigens nie. Da geht man 700 Meter auf 160 runter und dann wieder auf 200 hochzugehen für noch nicht mal 2 Kilometer. Dann geht man wieder runter auf 160. Da kann man noch gleich eine konstante Geschwindigkeit drauflassen, selbst mit einem ICE, bis man hier hochgegast hat. Das lohnt sich doch gar nicht. Ist das denn echt auch so? Und das ein bisschen sinnfrei. Nächste Halt ist Unterlüss. Gibt's auch ein bisschen bergauf.
Ach, macht einfach Spaß, endlich auch mit euch zusammen den Train Simulator zu spielen. Nachdem ich auf dem alten Rechner ja lange, ich hatte ja mal ein paar Videos rausgebracht, die kamen überraschenderweise auch gar nicht so schlecht bei euch an, obwohl es ja eine Ruckelpartie war. Aber ich habe da einfach einen anderen Anspruch. Das wollte ich nicht mit euch teilen in dem Maße, wie es da sichtbar war. Also das war ja ein Graus. Und jetzt alles schön flüssig. Oben rechts 60 FPS. Jetzt nicht die höchsten Grafikeinstellungen, aber Texturen, Sichtweite und so steht alles auf maximal. Schatten, das ist für mich nie so wichtig. Das habe ich dann ein wenig geringer eingestellt. Mir gefällt. Läuft richtig gut. Auch mit dem Shader dazu. Können wir mal bremsen. 1 Kilometer haben wir noch. So. Nur manchmal hat es halt so leichte Ruckler und ich weiß gar nicht, woran das liegt. Kommt uns der Kollege entgegen. Unterlüss. Denk mal, wir biegen hier einmal rechts ab. Genau. Cool. Und dann wahrscheinlich noch mal rechts jetzt. Nee. Aber das ist ja cool gemacht. Da ist der Bahnhof. Mal bremsen. Cooler Bahnhof hier. Fährt man hier hinten rein. Oh, Rangierlok auch unterwegs. Nett, nett. Vorfahrt-Ticket. Auch nicht schlecht. So. Alle drin. Kann es auch schon weitergehen nach Eschede. Mit 80. Ist aber ein bisschen, das ist echt kurz. Haben die wirklich auch nur 3 Waggons? Vielleicht jemand aus der Gegend da? Ich weiß noch, als ich damals gefahren bin mit dem Metronom, hatte der mehr als 3 Waggons. Geschwindigkeitsüberschreitung, ich sehe keine. Aber nun gut. Ja, brauchen wir gar nicht angasen, da vorne geht es wieder runter.
Ist das eigentlich hier genau die Strecke nach Eschede, wo damals auch der Unfall passiert ist? Oder gibt es da noch eine Schnellfahrstrecke? Aber glaube ich nicht, weil ich bin ja hier auch schon von Nord nach Süd mit dem ICE gefahren. Also hier im Spiel. Und da bin ich ja auch hier lang gefahren. Also glaube ich nicht, dass es da eine extra ICE-Strecke gibt. Wow, ich weiß noch damals, ich war, wann war das? Ich war 12 und ich war in der Schule und dann ging in der Schule das Gerücht rum in Eschwege. Ich bin in Eschwege zur Schule gegangen. Eschede, Eschwege. Bei uns im Dorf, also in der Stadt, ist ja kein Dorf, 20.000 Einwohner ist ja eine Stadt, wäre ein schwerer Zugunfall passiert in Eschwege. Mit ganz vielen Toten, ICE entgleist und da war natürlich erstmal helle Aufruhr und wir hatten noch Schule. Das war schon, da kam ich nach Hause und meine Mutter hat mich dann aber aufgeklärt und hat gesagt, nee, in Eschede. Das war damals schon, ja, eine ganze Schule in Aufruhr, das weiß ich noch. Gab es ja noch kein Internet und Smartphones und irgendwer hat die Info rausposaunt und alle haben gedacht, das stimmt. Heute ist das ja anders. Jeder zückt sein Smartphone und ist dann gleich bestens informiert. War das nicht die Brücke? Moment mal. Ist das die Brücke? Ja. Könnte auch die nächste sein hier. Jetzt bergab schafft er sogar ein wenig mehr. Mal schon mal vom Gas. Passend kommt uns hier ein ICE entgegen. Ist das mit Absicht? So, lassen wir auch mal hier die Passagiere zusteigen. Machen hier mal einen Screenshot. Immer mal zwischendurch so ein paar, mal gucken, welchen man da nimmt. Als Vorschaubild für YouTube. Und weiter geht's nach Celle. So, jetzt werde ich mal Ausschau halten. Ich glaube nämlich, das war südlich von Eschede, dieser Unfall. Müsste dann ja gleich die Stelle kommen. Ist das nicht da vorne? Ist eine Brücke. Und ich weiß auch noch, dass die Stelle mehrgleisig war und nicht zweigleisig. Wir schauen mal.
bleiben mal kurz bei der Geschwindigkeit. Müsste deine hier das Denkmal sein? Moment. Nö. Ich sehe jetzt nichts. Ach doch, hier. Hier ist das Denkmal, genau. Hier ist die Brücke, wo das passiert ist, ja. Okay, also hinter dem Bahnhof. Hier ist das Denkmal. Heftig. Ja. Hier ist der Zug gegen gedonnert. Heftigste Sache, wirklich. So, jetzt können wir erstmal Gas geben. Also Lokführer, so gern ich das als Kind werden wollte, aber für mich wäre das, glaube ich, kein Job. Ich meine, hier so auf freier Strecke mag es ja noch gehen, gerade mit PZB und LZB und aber so im S-Bahn-Verkehr, gerade in den Großstädten Frankfurt, München, Berlin, Köln, Ruhrgebiet generell, nee, danke. Also da ist ja Halligalli, Rush Hour die ganze Zeit, Zug an Zug. Und ein Fehler und du legst erstmal den halben Streckenabschnitt lahm oder den ganzen. Das wäre nichts für mich. Ich kannte mal, hab mal eine Freundin gekannt, die ist Straßenbahn gefahren hier in Kassel. Und hier in der Straßenbahn bei Ka in Kassel ist es so, du fährst nicht den ganzen Tag dieselbe Linie, sondern fährst mal eine Stunde die, dann eine Stunde die, dann eine Stunde die. Und sie ist dann, sagt euch jetzt wahrscheinlich nichts, aber ich erkläre das trotzdem so, die ist die Linie 3 gefahren, die ist dann an der Haltestelle links abgebogen und eine Stunde später ist sie dann die Linie 8 gefahren, die hätte an der Haltestelle geradeaus fahren müssen. Ampel springt auf grün für links abbiegen und sie ist dann losgefahren und ja, sie war noch nicht mal um die Kurve rum, da haben die Fahrgäste natürlich schon geschrien, hey, wir müssen geradeaus und ja, kann dann so eine Straßenbahn natürlich nicht auch einfach rückwärts fahren, dann musste sie den ganzen Weg bis zur nächsten Wendeschleife zurück und ja, war dann etliche Minuten zu spät natürlich und es war total peinlich. Ja, sowas würde mir dann wahrscheinlich auch passieren. Ganzen Fahrplan durcheinander gebracht. Ja, nicht lustig. Zumal ich verstehe nicht, warum man nicht den ganzen Tag einfach oder zumindest einen halben Tag dieselbe Linie fährt, warum man da jede Stunde wechselt oder öfter wechselt. Wird ja nicht immer genau eine Stunde sein, aber ja, finde ich irgendwie dämlich. Na, das war das Falsche. Nope, das war noch falscher. Da sind wir, genau. Jetzt will er nicht mehr. Hallo? Genau. Sehr schön. So, dann sind wir auch gleich schon in Celle. Oder auch nicht. Ah, jetzt. Und haben dann noch 46 Kilometer bis nach Hannover. Und sagen, wir fahren jetzt noch bis nach Celle und dann im zweiten Teil fahren wir dann noch von Celle über Isenhagen, Langenhagen nach Hannover.
Vorne ist 150. Und dort sehen wir schon Zelle. Ist erst in 3 Kilometern. Aber wir gehen trotzdem schon mal runter. Oder? Ja, genau. Einmal noch über die Brücke. Da steht auch noch ein ICE auf dem Nebengleis. So, lassen wir die Passagiere noch zusteigen. Ah, der rumpelt aber. Gut, ich würde sagen, das war's für den ersten Teil. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und mich freuen, wenn ihr im zweiten Teil wieder dabei seid. Und ja, bin raus. Bis dahin, ich mache hier mal eine kleine Pause, rauche hier eine und dann sehen wir uns im zweiten Teil. Macht's gut, ciao.